Der Bundesrat hat heute das umstrittene Cannabis-Gesetz der Ampelregierung gebilligt. Damit sind ab dem 1. April Konsum und Besitz von Cannabis teilweise in Deutschland erlaubt. Dabei war zunächst unklar, ob die Länderkammer das Gesetz nicht zunächst an den Vermittlungsausschuss verweisen und damit verzögern würde. Vor allem die unionsgeführten Bundesländer und auch Baden-Württemberg kritisierten die Ampelpläne. Das Gesetz, einer mit zahlreichen Einschränkungen, so dürfen Erwachsene bis zu 25 Gramm Cannabis bei sich tragen und 50 Gramm zu Hause aufbewahren. Für den Eigenanbau sind maximal 3 Pflanzen zugelassen. Die Teillegalisierung von Cannabis hat auch zur Folge, dass bestimmte bereits verhängte Geld- und Haftstrafen in Zusammenhang mit Cannabis erlassen werden. Wegen der sogenannten Amnestieregelung kommen in Baden-Württemberg nun 21 Häftlinge sofort frei. In Rheinland-Pfalz werden etwa 10.000 Fälle neu geprüft. Und eine weitere Neuerung: Ab Juli sollen sogenannte Cannabis-Clubs erlaubt sein. Und darüber sprechen wir jetzt mit Andreas Niemöller, Gründer einer der ersten Cannabis-Clubs in unserer Region. Herr Niemöller, wie groß war die Anspannung vor der heutigen Bundesratssitzung und im Endeffekt dann auch die Erleichterung? Also heute ging es eigentlich noch. Im Vorfeld war ja schon gemunkelt worden, dass es relativ gut aussieht und dass das Ergebnis positiv verlaufen wird. Ich glaube, die Bundestagsabstimmung war ein Stück weit spannender. Aber wir haben uns natürlich gefreut und waren sehr erleichtert. Ein Pfeiler des neuen Gesetzes sind jetzt die sogenannten Anbauvereinigungen oder auch Cannabis-Clubs. Wie funktionieren diese genau? Also wir haben eine maximale Mitgliederanzahl von 500 Mitgliedern. Wenn man sich bei uns anmeldet, darf man bis zu 50 Gramm Cannabis pro Monat abnehmen, maximal 25 Gramm pro Tag. Und wir sind auch speziell, wir sind erst ab 21, weil uns der Gesundheitsschutz sehr wichtig ist. Da wollen wir auch eine Vorreiterrolle spielen in dem Bereich. Der Anbau in diesen Clubs erfolgt dann ab dem 1.7. Das Gesetz tritt jetzt zum 1.4. in Kraft. Warum diese Differenz? Ich gehe davon aus, dass es daran liegt, dass die Behörden noch gar nicht feststehen, die letztlich für die Zulassung zuständig sind. Das heißt, wir werden uns dann jetzt in den nächsten Wochen schlau machen und dann für die Zulassung bewerben ab 1.7. hoffentlich und dann auch starten. Im Moment sind wir gerade noch auf der Suche nach geeigneten Anbauflächen und brauchen dafür 200 bis 400 Quadratmeter Hallenfläche. Und aufgrund der strengen Abstandsregelungen müssen wir da schon schauen, dass wir auch vernünftige Produktionsorte finden. Jetzt sind Ziele des neuen Cannabis-Gesetzes unter anderem, den Schwarzmarkt einzudämmen und auch den Jugendschutz zu stärken. Klappt das in Ihren Augen? Ja, selbstverständlich. Also wir haben jetzt über 600 Voranmeldungen und alle sagen zu uns, sie sind froh, wenn sie endlich ein Produkt bekommen, was laborgeprüft ist, was zertifiziert ist, wo die Menschen wissen, was sie da eigentlich konsumieren. Und das ist jetzt alles nicht der Fall. Also wer statt in Cannabis-Club letztlich zum Schwarzmarkt geht, der bekommt ein unkontrolliertes, unsicheres Produkt und weiß nicht, was er in der Hand hat. Sie sagen, Sie haben 600 Voranmeldungen, aber erlaubt sind nur 500? Maximal 500 pro Verein. Das heißt, die Vereine, die jetzt gerade im Entstehen sind, die werden überrannt. Die Nachfrage ist riesig. Was passiert jetzt noch bis zum 1. April, bis dann das Gesetz in Kraft tritt? Ja, wir sind weiter in den Vorbereitungen. Wir arbeiten seit 10 Monaten jetzt an dem Projekt. Wir sind bereit letzten Endes. Jetzt geht es darum, welche Richtlinien die Politik letztlich für uns dann auflegt. Und daran orientieren wir uns und versuchen, alles zu erreichen, möglichst schnell eine Lizenz zu bekommen. Herr Niemöller, haben Sie vielen Dank für das Gespräch und den Besuch hier heute Abend. Sehr gerne. Dankeschön.